weiße Wand. Ja, vielleicht können wir mal zu ihm hingehen. Ja. Hi. Hi. Bist du hier ganz alleine? Ja. Willst du vielleicht mit uns spielen? Gerne. Komm doch mit zur Seilbahn. Ich sehe nichts, also ihr müsst mich dahin führen. Echt? Du bist blind? Ja. Natürlich helfen wir. Komm mit. Ja. Geh einfach mal unter das Seil durch. Ja. Boah, wie schnell. Sag mal, würdest du dir eigentlich auch allein zurechtfinden? Also die einzelnen Spielgeräte würde ich ja nicht alleine finden. Aber ich habe da meinen Lieblingsspielplatz. Dort finde ich mich ganz gut zurecht. Soll ich ihn euch mal zeigen? Ja, voll gerne. Wir würden den richtig gerne sehen. Okay, los. Hey, hier soll ein neuer Spielplatz gebaut werden. Das soll für alle Leute sehr gut geeignet sein. Soll ich euch mal zeigen? Ja, klar, gerne. Lass uns hingehen. Okay. Schaut mal, hier ist ein Pfosten. Da kann man ganz gut erkennen, dass hier so ein Spielbereich beginnt. Mhm. Und hier am Boden ist es auch so schön flach. Also da kann auch ein Rollstuhlfahrer drüber fahren. Es ist mega praktisch hier. Voll schön. Ja. Hier schaut mal am Boden, ich kann einen Unterschied fühlen. Ja, der Streifen ist sogar farbig. Und geht den ganzen Spielplatz entlang. Und ich kann hier, also hier ist auch ein Balken, das ist ein gutes Zeichen, dass hier ein Spielgerät anfängt. Das stimmt. Cool, sowas auch mal zu sehen, aber wollen wir zu deinem Lieblingsspielplatz gehen? Ja. Gerne. Okay. Da vorne ist ja schon der Spielplatz. Es sieht ja gar nicht so außergewöhnlich aus. Der muss ja gar nicht so außergewöhnlich ausschauen, also. Aber ich kann euch mal was zeigen. Klar, gerne. Hier kann ich fühlen, dass der Boden hier anders ist und das ist ein Zeichen, dass der Spielplatz hier anfängt. Ah, cool. Okay. Hier an den Pfosten kann man auch sehr gut erkennen, dass hier ein Spielgerät anfängt. Ah, so wie vorhin bei der Baustelle. Ja, genau. Hier beginnt der neue Spielbereich. Ah, stimmt. Können wir uns vielleicht noch hinsetzen? Ja. Klar. Aber sag mal, wie ist es eigentlich, wenn man überhaupt nichts sehen kann? Dann benutzen wir mehr unsere Ohren, dann hören wir besser. Und wir fühlen dann mehr mit den Füßen und mit den Händen. Wolltest du mal ausprobieren? Ja, klar. Habt ihr irgendwas im Augenverbinden da? Ja, ich habe immer meine Haarbänder dabei. Willst du eins? Mhm, danke. Okay, dann spielen wir jetzt mit verbundenen Augen. Jetzt kann keiner schummeln. Ja, stimmt. Wollen wir zum Klettergerüst gehen? Ja, klar, aber wohin? Ich zeig's euch. Das hat jetzt echt Spaß gemacht. Aber leicht war es auf gar keinen Fall. Deswegen sollte es mehr Spielplätze für alle geben, auf denen die Spielgeräte gut zu erreichen sind. Nürnberg hat als erste Großstadt verbindliche Kriterien zur Qualität und Inklusion auf Spielflächen beschlossen. Es geht dabei um die Erreichbarkeit vom Eingang einer Spielfläche bis hin zum Spielangebot und die Erlebnisvielfalt. Dazu wurden die Nürnberger Leitlinien mit dem Titel »Miteinander spielen« veröffentlicht.